Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner live. Wie immer am Montagabend zu Gast sind Robert Miesig, hallo, und Andreas hallo. Melzer. Freut mich, dass beide Herren da sind. Starten wir vielleicht gleich ganz aktuell mit den Corona-Zahlen. Die sind ja zum Glück, muss man sagen, derzeit im Sinkflug. Ja. Heute überhaupt nur knapp über 200, also gestern eigentlich. Es bezieht sich auf die letzten 24 Stunden. Und jetzt gibt es zwei Denkschulen. Die einen, die sagen, Corona ist de facto vorbei. Und die anderen, die schon warnen vor dem Herbst. Stimmen beide im Endeffekt? Oder wie siehst du das? Man weiß es ja nicht. Und das ist ja der Punkt. Man weiß ja so vieles nicht. Wir wissen ja zum Beispiel eigentlich auch nicht, warum diese dritte Welle im April, Mai oder eigentlich was im Mai so rapide zusammengebrochen ist. Das ist ja auch schneller gegangen, als man das erwarten und erhoffen konnte. Und jetzt freuen wir uns mehr, dass es so ist. Ja, jetzt freuen wir uns, dass es so ist, dass wir jetzt sehr, sehr zufriedenstellende Zahlen haben, dass wir auch relativ zufriedenstellende Zahlen im Hinblick auf den Impffortschritt haben, auch wenn das jetzt ein bisschen übertrieben wird, auch schon in diesem Gerede. Ja. Ich meine, die gesamte politische Kommunikation ist so, es werden alle schon durchgeimpft. Ja. Wir sind gerade bei knapp unter 40% der Bevölkerung und irgendwann mal, wenn man relativ knapp an die 50% der Impffähigen, aber da sind ja sozusagen viele nicht drinnen, also die unter 12-Jährigen nicht drinnen, da sind die, die es aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen nicht können. Das heißt, da sind wir ja gar nicht so weit, wie wir tun. Ja. Aber super, dass wir jetzt in dieser Situation sind und dass wir hoffen können, dass es ein normaler Sommer wird. Ja? Ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu sehr in so eine Wurstigkeit hineingeraten. Und das Wesentliche scheint mir zu sein, aber auch das ist ja alles mit einem großen Fragezeichen der Ungewissheit umgeben, dass wir in diesen Monaten bis zum Herbst eine hohe Durchimpfungsrate hinkriegen. Ja? Also da brauchen wir bei den Impfwegen schon eher in Richtung 80%. Und da muss man halt jetzt auch werben drum, dass sich alle, die irgendwie kennen, da solidarisch mitmachen, weil es ja auch um diejenigen geht, die nicht mitmachen können. Also bei den Jugendlichen, bei den Kindern, also unter 12 Jahren, ist es ja bisher nicht zugelassen. Und das ist auch ein, ja, sozusagen auch sowas wie ein Akt der Solidarität da mitzumachen, weil sonst haben wir das Problem, sonst haben wir möglicherweise das Problem, dass wir im Herbst in diese neue Welle laufen. Dass es immer ein Fragezeichen gibt, was ist die indische Mutation, was kann die im Herbst noch anrichten, klar, wissen wir jetzt nicht. Ja, insofern, die zwei Denkschulen, ja, werde ich jetzt nicht entscheiden, welche Recht hat, weil das weiß niemand. Ja. Sind wir zu euphorisch momentan, was das Besiegen von Corona betrifft, und ist das eben die Gefahr, wie der Robert Miesig jetzt gesagt hat, dass man dann vielleicht in diese Wurstigkeit, oder das glaube ich genannt, hineinlaufen? Na, schauen Sie, wenn die Regierung sich jetzt einen Wettlauf oder Wettbewerb liefert, wer schneller ankündigt, welche Öffnungen wieder auf uns zukommen nach dem 10. oder nach dem 17. Juni, dann hinkt sie im Grund der Realität nach. Gell? Die Leute pfeifen sie längst nichts mehr, ob die Regierung uns erlaubt, mit 8 Leuten innen zusammenzusitzen oder mit 10 Leuten. Das ist also, wird von der Entwicklung überholt oder wurde schon überholt. Denn es gibt natürlich Euphorie, sagen sie, ja, stimmt eigentlich. Ne? Es gibt einfach große Freude und eine gewisse Automatik, dass die Leute jetzt das Gefühl haben, nein, jetzt ist wieder normal und wir leben normal und man pfeift sie nicht mehr viel. Und Gott sei Dank wird das von den Zahlen her nicht gegenteilig, nicht konterkariert, es steigt nichts an und so. Ne? Das ist also wirklich beruhigend. Und da muss ich schon eine Frage stellen, wo ich heute ja den Stadtrat gehört habe, den Wiener Stadtrat in der Früh, ja, wir müssen 80% durchimpfen und sonst wird das so gefährlich und. Es hat doch geheißen, wir haben eine Herdenimmunität, wenn wir 60% haben. Und schauen Sie, verschieden. Ich habe sogar 40% gehört und dann ist es gesteigert worden, aber niemals. Und jetzt haben wir aber, bitte eins, wir haben 3,5 Millionen ungefähr geimpft, zumindest den ersten Stich. Ne? Und wir haben 1 Million Genesene, wenn wir die Dunkelziffer mitreden, mit Sicherheit. Das heißt, wir haben ja schon die Hälfte der Bevölkerung, ne? Die also Antikörper entsprechend haben und das wird dann auch gesteigert. Na bitte, warum wird jetzt weiter auf Panik gemacht? Nein, ich meine warum nur, brauchen wir sagen, das ist eine sehr skurrile Rechnung, die Genesenen zu den Geimpften dazuzuzählen, wo sie das zum Teil ja, die gleiche Gruppe zum Teil.
nur sehr zum Teil. Also es werden ja schon, jetzt werden auch Genesene nachgeimpft, das weiß ich, aber das ist ja nur verschwindend geringer Prozentsatz. Aber wir haben doch die Hälfte der Bevölkerung jetzt schon und mit Juni, wo wir ja angeblich ein großes Impftempo haben, noch viel mehr. Warum müssen auf einmal die Herdenimmunität, die wird ja bei 120% dann angesetzt werden? Und so habe ich das Gefühl. Ne? Um der Bevölkerung ja die Freude zu verderben und um ja ein bisschen Angst zu erhalten, weil wenn die Leute keine Angst mehr haben, dann kann man sie nicht mehr entsprechend manipulieren. Dieses Gefühl habe ich ein bisschen. Geht's Herr Mölzer, Sie haben ein bisschen, so ein bisschen süchtige Art. Na, Sie, haben mir, Sie sagen Angst. Nein, aufpassen. Ich sage nicht Angst. Ich sage, Sie sagen sozusagen, irgendwie, dass Leute dauernd irgendwelche miesen Absichten ja, und das haben Sie. Das haben Sie. Schauen Sie, ich kann Ihnen diese Aussage... Des, immer miese Absichten, die Leute in Angst halten. Bleiben wir bei der Aussage des Wiener Stadtrats. Das kann man Ihnen leicht vorrechnen. Nehmen wir an, erstmal weiß man es nicht genau, aber nehmen wir an, wir sind mit 70% der durchgeimpften Bevölkerung auf der sicheren Seite der Herdenimmunität, dann musst du ja dazu rechnen oder abziehen, besser gesagt, dass die unter 12-Jährigen ja nicht geimpft werden. Der Herr Stadtrat hat aber gesagt, von 80% der Gesamtbevölkerung. Nein, der Stadtrat hat von den 80%, also wenn ich das richtig gehört habe, von 80% der hat vielleicht versprochen, es geht natürlich um 80% der durch der impfbaren Bevölkerung. Ja, das werden wir dann, sagen Sie dann insgesamt dann erst, Prozent werden das? Dann wären wir ca. bei 70, nehme ich mir an. Jetzt habe ich auch nicht, ich kann jetzt nachschauen bei Google, wie viele Kinder unter 12 Jahren in Österreich sind. Dann hat man ca. die 70% und selbst da muss man aufpassen, weil es ja nicht eine Gleichverteilung in der Bevölkerung ist, in den sozialen Milieus. Also sozusagen, wenn ich in der Josefstadt bei denen, die dort nicht die Homeoffice verlassen, 80% habe, ja, und im Simmering, wo ich viele Leute habe, die exponierter sind, nur 60%, dann habe ich trotzdem ein Problem. Also es muss ja auch einigermaßen gut durchmischt sein. Das heißt, wir müssen relativ hoch rauf. Ja. Und davor habe ich die größte Sorge, dass es einerseits jetzt schon wieder dieses Gerede gibt, muss man sich impfen lassen, ist es nicht ein Zwang, ist es nicht oder ein gesellschaftlicher Druck und oder manche, die sagen, ja, wenn wir eh 70% geimpft haben, dann kann ja ich zu den 30% gehören. Diese Frage betrifft die Kinder. Das ist eine unsolidarische Haltung, da geht es darum, jetzt klarzumachen. Und das hat gar nichts mit Panik zu tun, weil da haben wir ja auch zum Glück keinen Druck. Ja, im Moment schaut es zumindest nicht aus danach, dass wir Druck haben, klar zu machen, dass wir diese tendenziell 80% der impfbaren Bevölkerung bis Herbst erreicht haben müssen, damit wir im Herbst kein Problem haben. Es geht ja auch darum, dass es dann in den Schulen wieder gut geht. Ja, dass es in den Universitäten, dass die endlich wieder aufsperren können. Ja. Die Erstsemestrigen, die letztes Jahr Erstsemestrige waren, die haben noch nie eine Universität von innen gesehen. Ja. Das ist ja furchtbar eigentlich. Ja, keine Frage. Und nächstes Jahr haben wir wieder eine neue Generation, die in den 4. Klassen, 5. Klassen einen neuen Schulzug besucht, die ihr Studium beginnen. Das sind ja die, die es am härtesten irgendwie getroffen hat. Ja, weil ich kann, seien wir uns ehrlich, ich kann ein halbes Jahr daheim herumsitzen und vielleicht ein bisschen spazieren gehen und im Gasgarten 5 Leute treffen. Es wird nicht meine Lebensqualität massiv einschränken. Aber Studierende, die kein Studentenleben leben können, Jugendliche, die kein Jugendlichenleben leben können, das ist ja für die viel härter. Nein, das stimmt sicherlich. Aber schauen Sie, also wir sind uns einig, da offenbart dann das, was Sie sehen, gut 60% der Bevölkerung wirklich immunisiert, entweder durch Antikörper als Genesene oder geimpft sind, dass wir dann so etwas wie eine Herdenimmunität haben. Also jetzt nicht nur der zu impfen, sondern der Gesamtbevölkerung. Und da frage ich mich, und das ist für mich eine wichtige Frage, weil ich selber betroffen bin mit meinem Nachzügler, mit meinem 14-Jährigen, ist es dann wirklich notwendig, die Kinder zu impfen, wenn es diese Herdenimmunität gibt? Weil bei den Kindern ist es halt so, wenn dort Langzeitfolgen sind, wo man noch nichts absehen kann, weil es die Studien einfach nicht geben kann. Ne? Ich meine, bei mir ist es schon quasi wurscht. Ne? Relativ. Ne? Aber bei einem Kind, da machst du schon mehr Sorgen. Ich weiß auch nicht. Ne? Würden Sie Ihre Kinder impfen lassen sofort, wenn sie... Ich weiß es nicht. Doch eineinhalb. Also naja, das kommt als nächstes. Kommt als nächstes. Ne? Also ich weiß es nicht. Da bin ich schon sehr verunsichert. Ne? Und ein bisschen, also da sind wir schon keine heurigen Hasen. Ne? Die Regierenden schauen schon, dass man die Menschen ein bisschen unter Druck, ein bisschen Angst, das schadet nichts. Die sind leichter handhabbar, die sind leichter disziplinierbar. Das wissen Sie so gut wie ich. Ne? Ja, aber das geht ja dann auch, ich meine, es geht bei manchen Dingen ja sehr viel einfacher. Ja? Also Terrorangst und so weiter und so fort. Das haben wir jetzt... Terror, sagen Sie, haben wir jetzt 20 Jahre, 25 Jahre, dass wir uns ins Flugzeug die Schuhe rausziehen müssen und lauter solche Sachen, was
relativ wurscht ist, aber dass jede Regierung eigentlich nachvollziehen kann, wer wohin fliegt, das macht mir ehrlich gesagt mehr Sorgen. Ja? Schon richtig, ein gläserner Mensch mit Infos. So etwas. Und in dem Fall muss man ja auch noch dazu sagen, keine Regierung hat ein Interesse, die Wirtschaft zu schädigen, keine Regierung hat ein Interesse, eine Wirtschaftskrise auszulösen mit Arbeitslosigkeit, mit Verelendung, weil Arbeitslose und Elende ja meistens auch Wut auf die Regierenden haben. Ja, eine Regierung hat schon ein Interesse daran, hohe Zustimmungsraten zu bekommen und Wahlen zu gewinnen, was man eher nicht tut, wenn man also sozusagen die so waren, einfach machen wir es uns jetzt nicht. Lange Rede, kurze Sinn, die wären super froh, wenn wir aus dem endlich mehr raus waren, weil dann hätten sie vieles, was jetzt eine negative Atmosphäre hier auch herrscht, hinter sich. Apropos sinkende Zahlen, und zum Glück muss man sagen, alle Trends, die jetzt nach unten zeigen, sind die Maßnahmen, die wir jetzt momentan haben, und jetzt mit 10. Juni kommt ja dann der nächste Schritt, da ist mehr möglich, aber es gibt noch immer gewisse Restriktionen, noch immer zu restriktiv, oder ist es richtig, dass man jetzt einmal vorsichtig ist und erst ab 1. Juni? Ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht mehr, um was es geht. Ich weiß nicht, dass man jetzt um 10 bin ich sowieso meistens daheim, das tangiert mich nicht. Dann bis Mitternacht und ja, mit dem Abstand, glaube ich, 2 Meter haben wir gar nicht mehr, ich bin ein bisschen näher gerückt. 1 Meter, ja. Also man kennt sich gar nicht mehr so genau aus. Ne? Ich gehe schon davon aus, dass die Menschen gutartig an sich, wie sie sind in Österreich, bemüht sind, wenn sie es wissen, ne? Die Dinge einzuhalten, aber letztlich, und das merkt man an der Stimmung im Land, ne? Wenn es ein schönes Wetter ist und wie die vollen Gastgärten und Partys und was weiß ich, letztlich pfeifen sie die Leute nicht mehr, weiß Gott wie viel. Vernünftig sind sie sicher trotzdem. Ne? Wird sich sicher jeder weiter die Hände waschen, ne? Und ich meine, soll sein, die Maske, wenn sie irgendwo wirklich eng wird oder was, das sehe ich schon ein. Aber ansonsten, ja, das Ganze wird aufhören. Es geht ja eher um Veranstaltungen. Ne? Es geht ja eher, wenn du große Veranstaltungen hast, wenn du Sportereignisse hast, Kulturereignisse, wie viel dürfen wir jetzt Tausende innen, was weiß ich, das kennt sich ja keiner mehr aus. Ne? Das ist sicher die Frage, ob das dann alles entsprechend klug gehandhabt wird. Apropos Auskennen, jetzt haben wir derzeit Regeln, die gelten. 4 Personen Indoor in der Gastronomie, unter 10 und alles mögliche andere, 2 Meter Abstand. Ab 10. Juni gibt es dann weitere Regeln, Erleichterungen, und ab 1. Juli fällt dann alles weg. Das ist schon ein bisschen verwirrend für einen durchschnittlichen Menschen, der sich jetzt wahrscheinlich nicht rund um die Uhr mit der Corona-Politik befasst. Oder gut, wie siehst du das? Ja, es ist aber ein bisschen... Ja, stimmt schon, aber es ist auch ein bisschen wurscht, weil sozusagen der schlecht informierte Mensch, der geht halt dann am 9. Juni ins Restaurant und wird feststellen, dass es um 22 Uhr Sperrstunde gibt. Und wenn er am 13. Juni ins Restaurant oder am... Wann ist es? Am 13. Juni ins Restaurant geht, dann wird er feststellen, es ist ab 24 Uhr Sperrstunde. Und wenn er dann ab 1. Juli weggeht, wird er feststellen, dass seine 10 besten Freunde zu ihm sagen, wir gehen jetzt noch ins Flexflug oder in einen anderen Club. Weil das darf dann auch schon ganz normal offen haben ab 1. Juli, die Nachtgastronomie und quasi auch die Clubs. Wobei wir da jetzt, glaube ich, noch nicht genau wissen, welche Detailregelungen damit verbunden sind. Weil natürlich ist es nicht wahnsinnig, auch selbst in einer pandemischen Lage, die wir gut im Griff haben, nicht wahnsinnig empfehlenswert, dass sie 1000 Leute in einen Club drängen und irgendwie koksen und sich dabei dann um den Hals fallen und was halt so in solchen Dingen, in solchen Milieus dann halt so üblich ist. Also dass dann gewissermaßen die Distanz wirklich ganz knapp wird. Ja? Aber das dürfen wir alles machen ab 1. Juli. Und weil Sie von der Vernunft der Bevölkerung gesprochen haben, die ist ja relativ gut informiert, jetzt vielleicht nicht über jede Regel, aber sie weiß natürlich, wann wir tägliche Infektionsraten von 200, 300 pro Tag haben, so wie heute, dass es generell ein bisschen ungefährlich ist, und wenn wir höhere haben, werden die Leute schon ein bisschen mehr aufpassen. Ja? Also das wird schon ein bisschen so ein Ziehharmonika-Effekt auch sein im Reagieren der Bevölkerung. Ich hoffe, dass das Problem gar nicht auftritt. Aber ja? Auf Ihre Frage, Herr Fellner, eins ist richtig, was ich glaube, die Frau Köstinger gesagt hat. Ich gesagt hat, wir haben eigentlich nicht das Recht, erwachsenen Menschen ohne Notwendigkeit solche Dinge vorzuschreiben. Wenn es die Notwendigkeit nicht mehr gibt, sprich das Krankensystem, Gesundheitssystem, Intensivbetten nicht mehr überlastet sind, wo ist das Recht, den Menschen all diese Dinge noch vorzuschreiben? Ne? Hat die Ministerin, wenn Sie ich mich richtig erinnere, gesagt. Das ist ja ein netter Mensch, ich kenne die ja gut vom EU-Parlament und so, ne? Eine Kärntnerin. Ne? Aber das ist gescheit, und um das geht es prinzipiell. Ne? Aber dass man natürlich vom Praktikablen her das vernünftig machen muss und auch Schritte, das geht mir schon ein. Ne?
Sprechen wir noch über den grünen Pass. Da wurde ja letzte Woche im Nationalrat dieser grüne Pass beschlossen. Jetzt wissen wir es seit heute, er tritt nicht mit 4. Juni in Kraft, sondern erst eine Woche später. Kurz einmal zum Beschluss des grünen Passes. Alle Parteien haben dafür gestimmt, außer die FPÖ. Warum hat die FPÖ da schon wieder dagegen gestimmt? Natürlich schon auch ein Instrument, das hinführt zum gläsernen Bürger. Ne? Und ich will nicht sagen, dass das die Absicht ist beim grünen Pass, aber es bietet auch vielerlei Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten. Und wenn man also prinzipiell für die Freiheit und für Datenschutz und für diese Dinge eintritt, dann kann man Bedenken haben. Ne? Ich weiß jetzt nicht im Detail, welche Bedenken alle da im Freiheitlichen Club im Detail gehabt haben. Das weiß ich nicht. Aber prinzipiell ist es natürlich auch ein Instrumentarium, das missbrauchbar ist. Ne? Das gibt es schon. Ne? So Orwell schon, aber du hast halt die totale Kontrolle. Ne? Mir ist es wurscht, mich kann jeder kontrollieren. Gell? Aber was der, ein nicht angepasster, nonkonformistischer Bürger könnte über die Art halt kontrolliert, beobachtet und so weiter werden. Das ist schon Tatsache. Verstehst du diese Bedenken gegenüber dem grünen Pass? Da fällt ja immer wieder in dem Zusammenhang George Orwell und sozusagen der Überwachungsstaat. Siehst du diese Gefahr beim grünen Pass? Ich sehe die Gefahr generell in unserer Zeit und in unserer ökonomischen und politischen Welt. Und im Moment ja in der ökonomischen Welt. Ja. Ich meine, es ist halt ein bisschen was Skurriles, dass sich Menschen über den grünen Pass aufregen und diese Aufregung dann vielleicht bei Facebook posten. Ja. Und Facebook weiß alles über sie. Ja. Und wenn sie dann irgendwie bei Amazon bestellen, weiß man auch, was ihre Vorlieben sind, abgesehen davon, dass du alles nur mehr bei Bankomat und oder bei bei einer Visa-Karte, also wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Situationen, wo man aus einem autoritären System fliehen musste, ja, und da hat natürlich keiner ein Konto gehabt, sondern wenn er Klick gehabt hat, hat er irgendwie 1.000 Dollar in der Tasche gehabt und mit diesen 1.000 Dollar hat er sich quasi eine Wohnung mieten können. Und so sind manche Leute in den 30er Jahren in der Lage versetzt gewesen zu überleben, ja, und woanders quasi sich ein Flüchtlingsleben aufzubauen. Das kannst du ja halt gar nicht mehr. Ja. Also der kleinste Flüchtling aus Afghanistan kann kein Zimmer mieten in einer WG ohne ein Konto. Ja. Also das sind natürlich das ist natürlich ein Zug unserer Zeit, der mir grundsätzlich Sorge macht. Ja? Also der grüne Pass ist da das geringste Problem, würde ich fast sagen, weil das war es nur geimpft, nicht geimpft. Ja? Und sozusagen, ja, wenn sie das überhand nimmt, weiß man natürlich auch relativ viel über meine Gesundheit. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Der grüne Pass ist ja ein bisschen zu einem Symbol für das geworden, was du da jetzt gerade gesagt hast. Da gibt es auf der einen Seite jetzt zumindest bei der Politik primär die FPÖ, die dagegen massiv Stimmung macht. Und die anderen Parteien, insbesondere die Regierung, die sagt, wir brauchen diesen grünen Pass, damit wir uns jetzt normal bewegen können, im Sommer reisen können, etc. etc. Ist das oder wird das ein Problem für den grünen Pass, dass der da jetzt zu so einer polarisierten Stimmung beiträgt? Ich weiß aber nicht, ob der so zu einer polarisierten Stimmung beiträgt. Also, wenn wir grundsätzlich dieses Problem, wie ich es geschildert habe, das können wir ja nochmal fortführen. Ja? Also sozusagen Gesundheitsdaten können ja dann irgendwann mal auch einen Einfluss darauf haben, was meine Versicherungsraten sind. Ja? Du bist ein bisschen kränker oder lebst ein bisschen ungesunder, dann musst du gleich mehr Raten zahlen. Also das ist ja in einem Land wie den USA sehr, sehr üblich. Ja, das ist in Österreich auch so. Ja, aber hier gibt es irgendwie noch so ein bisschen so einen relativ hohen Datenschutz, was das betrifft. Und du hast so Goodies, ja, wenn ich sozusagen ausreichend oft meine Vorsorgeuntersuchungen mache, dann zahle ich, glaube ich, bei der SVA weniger. Also das ist so quasi so das Anreiz, dieses positive Anreizsystem. Aber natürlich wirst du da ein bisschen gläsern, wobei jetzt sozusagen, dass das Gesundheitssystem war, wie oft ich beim Arzt war, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend. Aber alle diese Dinge zahlen natürlich ein in eine Gläsernheit des Bürgers. Ich glaube, gerade beim grünen Pass, das ist ein politisches, das ist einerseits eine politische Kontroverse und diese Kontroverse, wo sozusagen quasi ganz am Rand, die schon gegen Corona-Maßnahmen waren, da dagegen gewettert wird. Der große Teil der Bevölkerung ist froh, wenn er eine praktikable Form hat, wie
sozusagen die jetzigen Maßnahmen einigermaßen bequem für sich handhaben kann, weil das muss man schon dazu sagen, das ist für viele, lass uns mit den Ansatz noch sagen, das ist für viele Leute schon unbequem. Ich meine, ich habe es bequem, ich habe meinen gelben Impfpass und komme damit überall rein, ja. Aber Leute, die sich dauernd testen müssen, die das noch nicht haben, die dreimal in der Woche sich testen lassen und schon im Voraus schauen müssen, ah, ich will am Sonntag Fußball spielen, also muss ich mich am Freitag testen lassen, das ist ja alles ein bisschen unpraktikabel. Ja, das muss er mit dem grünen Pass ja auch haben, wenn er getestet ist. Ja, aber das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Aber, schauen Sie, das ist alles richtig, was Sie sagen, ne? Aber die Tendenz ist die, und darum verstehe ich meine Freunde, wenn sie im Parlament da kritisch sind, ne? Dass du zunehmend Instrumente hast, die alle elektronisch vernetzt sind und computermäßig und internetmäßig da sind, die halt, wie gesagt, den Menschen gläsern und damit voll kontrollierbar machen. Ne? Und im Normalfall ist mir das auch wurscht, das darf jeder wissen, ob ich geimpft bin oder nicht und gegen Mumps, Masern und was weiß ich was, ne? Und Zecken. Ne? Aber es ist natürlich in dem Moment, wenn du irgendwie den Kopf über die Kopfschusszene Schussgrenze hebst, ne, und missliebig bist oder nonkonformistisch, wird es ungut. Ne? Und es ist auch ungut, wenn dann Algorithmen unser Leben bestimmen, mein Konsumverhalten. Im Grund geht das niemand was an. Ne? Und auch, wie Sie sagen, ob jemand AIDS hat oder nicht, das muss man ja nicht in Gemeindeplot inserieren und so. Ne? Und das ist ja das elektronische Gemeindeplot, theoretisch. Ne? Und darum verstehe ich es, wenn man kritisch sein kann. Und ich frage mich ja, warum brauche ich den grünen Post, der da voll elektronisch von Brüssel aus oder was weiß ich wo, ne? Warum reicht das Papierl, das Sie haben, das ich auch habe, der gelbe Impfpass nicht? Das ist doch das Gleiche. Ne? Da ist nichts elektronisch oder kaum was elektronisch. Also, es sind schon, ist halt ein bisschen angenehmer, wenn ich ein Handy hinhalte, als wenn ich da ja, was mitschleppe. Stell dir vor, es gibt Leute, die kein Handy haben. Gibt es auch noch. Aber es ist, verstehst du, ich will nicht sagen, dass es gezielt missbraucht werden soll oder dass das wer will, aber die Möglichkeit besteht. Ne? Ja, das ist ja, da kann man natürlich auch sagen, ne? auch der schöne gelbe Pass, das, was da drinnen steht, also das Pickerl, das ich da drinnen habe, kann man davon ausgehen, dass das irgendwo auch elektronisch erfasst ist, weil ich kann nicht mehr verlieren und dann bin ich froh, dass ich es irgendwo wieder zurückkriege. Ja? Also das soll man nicht ganz vergessen. Und jetzt... ich meine, wir sollen da auch ein bisschen die Kirche im Dorf halten. Ja? Im Normalfall. Gesellschaftlicher Fortschritt mit Normierung und Standardisierung ging immer Hand in Hand. Ja? Mit dem gleichen Argument hätte man natürlich in den 60er, 70er Jahren sagen können, wir sind gegen den Mutter-Kind-Pass, der natürlich reglementiert, dass man ein bisschen was dafür kriegt, wenn man seine Kinder die notwendigen Impfungen gibt, ja? Und auch die notwendigen Vorsorgeuntersuchungen für Kind und Mutter. Ja? Das hat natürlich einen immensen gesellschaftlichen Fortschritt bedeutet, die Kindersterblichkeit ist runtergegangen, die Sterblichkeit an Geiseln der Menschheit, wie der Kinderlähmung ist runtergegangen. Das ist ja Binsenweisheit. Ne? Und das ist auch so, und wie Sie sagen, im Normalfall ist das undramatisch. Manchmal soll man Binsenweisheiten wiederholen, ja, Herr Mölzer. Doch. Auch da bin ich auf Ihrer Seite, bin ich halt gut aufgelegt. Ne? Aber schauen Sie, die Sache ist trotzdem die, ne? es gibt immer weniger Privatsphäre. Wir werden immer leichter manipulierbar. Die Werbung wird gezielt. Wenn ich das Handy aufmache, kriege ich schon die Werbung, die auf mich zugeschnitten ist, wie wir alle wissen. Und es ist schon, wie soll man sagen, ein bisschen unheimlich alles. Ne? Jetzt bin ich ein konservativer Mensch, der das halt nicht mag. Es muss nicht jeder alles über mich wissen, was ich nicht freiwillig erzähle. Ne? Das ist halt. Ich würde abschließend in dieser ersten Runde noch gern zum Gesundheitsminister kommen. Ja. Wolfgang Mückstein, Sie haben es eben am Nebensatz vorher schon angesprochen, dieser Streit um die Öffnungen mit dem Bundeskanzler, der sich dann ja eigentlich, sage ich mal, fast in Wohlgefallen aufgelöst hat. Wo sie Wohlgefallen sich, ist der Regierung. Wie auch immer, aber zumindest waren sie sich dann doch einig. Aber generell der Gesundheitsminister. Wie sehen Sie den jetzt? Weil jetzt kann man ja schon langsam ein bisschen beurteilen seine Performance. Er ist zumindest, ja, gibt er dem Kanzler teilweise ordentlich Kontra. Er hat ein gesundes Selbstbewusstsein. Ne? Ja. Ob das genug politisches Fundament hat, das ist eine andere Frage. Ne? Weil er vertritt eine 10%-Partei in dieser Regierung und der Bundeskanzler immerhin, was viel ist jetzt? Abgerechnet zu so einer 40%-Partei. Ne? Und die Frage ist ja, und das haben wir ja generell bei dieser Regierung, ne? Wie lange lassen sich die türkise Truppe das gefallen? Lässt sich die das gefallen, dass sie da vorgeführt werden und, und? Auf der anderen Seite ist auch der Herr Mückstein ja sehr schnell, hat er sehr schnell umgeschwenkt, ne? Vom Warner zum schnellen Öffner. Ne? Also das ist ja auch ein kurioses Phänomen gewesen. Ne? Aber er ist sicher mit einem gesunden Selbstbewusstsein ausgestattet, wenn man sehen, wie lange das haltet. Ne? Wie siehst du ihn? Er sagt dem Kanzler und der ÖVP ja durchaus offen die Meinung, immer wieder. Ja. Wie lang wird er das durchhalten? Ich meine, er steht jetzt natürlich auch gut da. Also irgendwie hat es ja, wenn man es systemisch betrachtet, hat die ÖVP einen sehr populären Gesundheitsminister Anschober
quasi mit dauernden Sticheleien und PR gegen ihn. Ist ja die Frage, droht das den Mückstein jetzt weggeräumt, auch? Weil in den Umfragen steigt er ja, muss man genau, sagen. Weggeräumt, ja. Und dann hat sie einen neuen bekommen, der den ganzen Rucksack nicht mitnimmt, nicht dabei hat und der quasi einsteigt in der Situation, wo es eigentlich für alle angenehmer wird. Also als erstmal ein unbeschriebenes Blatt war bis vor kurzem und jetzt quasi als Verkünder der positiven Nachrichten. Also die ÖVP wird sie vielleicht irgendwann mal noch in den Popo beißen, dass sie da den Herrn Anschober rausgemobbt hat, weil das zeigen ja auch alle Umfragen. Ich glaube, er ist einer der populärsten der Regierung. Selbst bei der... Bitte? Ja, und er ist, glaube ich, oder überhaupt der drittpopulärste Politiker mittlerweile im Land und macht sich auch ganz gut. Also seine ersten Interviews waren ein bisschen hölzern, jetzt was die Rhetorik betrifft. Also hat man auch gemerkt, dass er da jetzt noch nicht so ganz in diesem System angekommen ist. Mittlerweile hat er sehr gut gelernt und hat auch sozusagen quasi eine hohe Eloquenz da entwickelt. Also der ist möglicherweise auch der große Gegenpart dann auch der Grünen in einer Regierungs-, also in einer Wahlauseinandersetzung, wann die ÖVP diese Regierung platzen lassen wird. Also da gibt es, glaube ich, noch viele Möglichkeiten. Aber du siehst ihn schon als Shootingstar momentan, als Grünen. Ja, natürlich, ja. Also ich meine, das ist alles wahnsinnig volatil, ja. Also das soll man auch nicht vergessen, ja. Also schon sehr kurzfristig. Im Moment auch aufgrund der innenpolitischen Turbulenzen, ja, dieses Gemetzel quasi, das wir da haben, ist natürlich jeder auf sehr, sehr dünnem Eis oder auf sehr beweglichem Sand, Treibsand unterwegs und kann heute gut dastehen und morgen schon untergehen. Das ist alles drin, ja. Ja, die Hauptfrage der österreichischen Innenpolitik ist meines Erachtens jene, wie lange sich der Sebastian Kurz das gefallen lassen wird, alles zusammen. Dass sie da vorgeführt werden, dass sie unter ständiger Beobachtung des Wohlfahrtsausschusses bzw. der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft stehen, das ist die Frage. Ne? Oder dass er sie, wie lange er sich gefallen lässt, dass er systematisch demontiert wird. Ne? Und dass ihm politische Greenhorns, würde ich mal sagen, wie der Herr Mückstein, so quasi dann aus der Nasennummer tanzen. Das ist die Hauptfrage. Ne? Und ich bin sehr gespannt, ob so, wie Sie sagen, Herr Misik, dass quasi wann diese Regierung platzt, ne? Oder ob die doch einen Modus wie Wendy finden zum Ausdienen, bin sehr gespannt. Das ist die spannendste Frage, das betrifft auch das Verhalten der Opposition natürlich. Ne? Wie werden sich die Rotten, die sind ja schon streichelweich, der böse Herbert Kickl macht natürlich auf totalen Oppositionsführer schon und so, das ist alles wirklich eine spannende Situation. Wieso sind die Rotten so streichelweich? Sie verteidigen da gerade den Bundeskanzler, dass er irgendwie ein Opfer... Sie verteidigen ihn? Ein Opfer des... Ist ein Befund, das ist kein Opfer. Ein Opfer des Wohlfahrtsausschusses. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaat, also das ist also wirklich wie der Jakobiner-Club in der Französischen Revolution. Ja. Ich sag da ganz nüchtern, wer nicht... Mitleid mit dem Bundeskanzler ist endlich. Wer nicht ins Fadenkreuz der Korruptionsermittler kommen will, der tut gut daran, nicht korrupt zu sein oder in die Nähe von Korruption manche, zu kommen. Manche müssen nicht. Dass man da dann auf die Korruptionsermittler zeigt, das ist eigentlich die Rhetorik des Sebastian Kurz und überrascht mich jetzt eigentlich, dass die von Ihnen übernommen ist schon merkwürdig. Also, Sie sollten sich da jetzt ein bisschen entscheiden, ob Sie FPÖ-Oppositionsrhetorik oder ÖVP-Verteidigungsrhetorik betreiben. Ich laufe nicht Gefahr, verdächtig zu werden, der Ex-Offo-Verteidiger des Bundeskanzlers zu sein. Naja, gerade habe ich mich ein bisschen gewundert. Aber das ist schon eine Geschichte, ne, wo systematisch gearbeitet wird. Die Frage ist, wie lange lässt er sich das gefallen? Sprechen wir gleich weiter über die österreichische Innenpolitik, genau über diese Themen. Einerseits, wie lange hält diese Regierung jetzt und vor allem dann auch über die Opposition, insbesondere auch über die FPÖ. Da interessiert mich vor allem dann auch die Meinung des Herrn Mölzer zu dem Duell, das wir da derzeit haben zwischen Herbert Kickl und Norbert Hofer. Ganz kurze Pause, dann sind wir gleich zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück. Zu Gast sind Robert Misik, hallo, und Andreas Mölzer. Herr Mölzer wird gern mit Ihnen beginnen. Seit circa 2 Wochen tobt jetzt auf offener Bühne dieses Duell um den Spitzenkandidaten oder eigentlich Parteichef der FPÖ. Herbert Kickl hat das ja hier im Studio eröffnet und seitdem lässt er eigentlich nicht locker, muss man sagen. Jetzt kommt der Norbert Hofer diese Woche aus der Reha zurück.
Was glauben Sie denn? Wie wird das in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen? Wird es da eine Entscheidung geben? Also sprich, wird Herbert Kickl oder sogar Norbert Hofer das Richtung einer Entscheidung vorantreiben oder wird das Thema wieder abflauen? Das hätten Sie wohl gerne, ne? Dass da eine Entscheidung. Schauen Sie, es ist ja, weil einer wie der Klubobmann der FPÖ da in diesem Hause befragt, ob er sich fähig oder ob er das gern machen würde, den Spitzenkandidaten, und der sagt die Wahrheit, ja, ich kann das, ich würde das. Ne? Und das wird dann natürlich zelebriert, sowohl vom politischen Mitbewerber, wie es so schön heißt. Gut, aber er zelebriert es auch selber, muss man ja schon sagen. Ja. Er macht aus seinem Herzen keine Mördergrube und sagt, ja, der Parteiobmann, der ist überparteilich positioniert als Nationalratspräsident und als verbindlicher Politiker, und ich bin die Speerspitze der Oppositionspolitik. Das sagt er, das ist die Wahrheit, daran ist auch nichts zu deuteln, das stimmt da. Ne? Und auf der anderen Seite ist der Norbert Hofer der gewählte Parteiobmann, ist auch einer, der wirklich, das darf man nie vergessen, also aus meiner Sicht zumindest im Jahr 2016 das stärkste Ergebnis bei einer Wahl, das jemals ein Freiheitler in der Zweiten Republik gezeitigt hat, ne? Erbracht hat. Das ist ein bleibendes Verdienst. Ne? Aber es ist sicher so, also meiner Beurteilung nach, dass die Erholung der FPÖ relativ in den Umfragen eine Frucht der sehr harten und akzentuierten kicklischen Oppositionslinie im Parlament ist. Ne? Es gibt viel Kritik daran, an dieser Linie auch. Ne? Es gibt viele meiner Freunde, die sagen, na, das ist vieles überzogen und. Ne? Aber das ist die Tatsache. Ne? Und schauen Sie, die Frage war ja die, ausgehend ist das Ganze ja gewesen von der Krise der ÖVP. Weil die Frage ist ja nur deswegen akut geworden, weil man gesagt hat, die Regierung platzt, die ÖVP ist unter massiven Korruptionsverdacht und es werden womöglich Neuwahlen kommen. Wer wird jetzt der Spitzenkandidat sein? Ne? Und da, wenn das so wäre, na, das ist ja nichts Konkretes, aber wenn das so wäre, muss die FPÖ in der Tat entscheiden, wer geht als Spitzenkandidat in die Wahl. Und wer wäre da Ihrer Meinung nach die bessere Lösung von den beiden? Schauen Herbert Kickl oder Norbert Hofer für einen Nationalratswahl? Ja, ja. Schauen Sie, das ist die Frage, die sich stellt, auch unter Maßgabe dessen, was will die FPÖ nach dieser Wahl sein? Will sie wieder zurück in diese Koalition, die es zwischen 2017 und 2019 gegeben hat, mit der türkisen ÖVP, oder will sie Opposition sein? Meines Erachtens wäre die FPÖ nach Ibiza und all dem, was war, schlecht beraten, jetzt wieder in eine Regierung zu gehen, weil sie wahrscheinlich sich die Neuerfindung und Selbstfindung und das alles wahrscheinlich noch meines Erachtens eine gewisse Zeit lang dauern soll oder wird. Und sie wird wohl das machen müssen, was sie also auch aus ihrer historischen Entwicklung gut kann, nämlich Opposition, auch Fundamentalopposition. Ne? Und wenn das so ist, wenn man sagt, na, wir gehen in die Wahl, wir wollen stark werden, aber wir wollen dann kontrollierende, kritisierende Opposition sein gegen die Regierung, dann wäre meines Erachtens Kickl natürlich der Mann. Das heißt, Sie sind der Meinung, die FPÖ sollte eher momentan mit einem harten Oppositionswahlkampf, sollte es zu einer Wahl kommen, in eine Wahl gehen, mit einem Herbert Kickl, der das ja auch vertritt, das kann man aber nicht absprechen. Schauen Sie, es ist halt so, ich glaube, wenn man jetzt, wenn es zum Beispiel hat die Gerüchte gegeben mit dem fliegenden Wechsel und so weiter, ne, oder es hat immer die Gespräche gegeben, angenommen, dem Bundeskanzler Sebastian Kurz gehen die Grünen so am Wecker, ne, und der Wohlfahrtsausschuss mit seinen Recherchen, ne, dass er sagt, es reicht mal, wir platzen und in eine Wahl gehe ich nicht, weil die Umfragen ein bisschen nicht so optimal sind, und lieber Norbert Hofer, kommt's wieder und du bist wieder Infrastrukturminister und Vizekanzler und. Ich glaube, erstens glaube ich nicht, dass die FPÖ das täte, und sie wäre auch gut beraten, es nicht zu tun, weil sie dann wahrscheinlich tot ist, ne? Weil sie dann wirklich abstürzen würde in der Wählergunst bei ihren Wählern. Ne? Und darum ist meines Erachtens realpolitisch, eine politische Realität, der Oppositionskurs das einzig Richtige, und da ist Kickl alternativlos. Ne? Wenn man in eine Regierung ginge, wäre Norbert Hofer der richtige Mann. Und es ist ja nicht gesagt, dass das nicht nach der Periode oder in absehbarer Zeit wieder der Fall ist. Ne? Aber im Moment ist der Oppositionsführer bei allen Problemen, die es geben kann, ne? Ist er der Mann. Ne? Wie siehst du das? Bist du auch der Meinung, dass sich der Kickl durchsetzen wird? Naja, das weiß ich nicht. Wenn ich mir auch anschaue, die Umfragen, selbst im FPÖ-Wählerpotenzial, und damit nehme ich auch an, dass das Wählerpotenzial und die Anhänger- und Funktionärskreise jetzt nicht so weit auseinander sind, dann hat Norbert Hofer da viel höhere Zustimmungen als Herbert Kickl, also selbst unter den 100-prozentigen offensichtlich. Das finde ich überraschend, finde ich aber gleichzeitig auch ein bisschen verständlich, weil dieser Oppositionskurs, der jetzt nicht nur ein harter Oppositionskurs
Koalitionskurs gewesen ist, sondern ein Oppositionskurs gegen die Vernunft in den letzten Monaten. Ja? Naja, entschuldigen. Die haben ja überall Recht behalten. Jetzt habe ich sie so lange, ja sicher, gegen's Testen sei, gegen sie Impfen sein, gegen Vorsichtsmaßnahmen sein, gegen alles sein, quasi mit den Corona-Leugnern auf die Straße gehen. Damit haben sie doch nicht Recht behalten. Wenn die Frau Rendi-Wagner Recht hätte, wären wir noch im Lockdown, lieber Herr Misi. Versuchen Sie sich ein bisschen an die Realität und an die Gefühle der Menschen wirklich sozusagen ein bisschen hineinzuversetzen. Das ist von einer ganz kleinen Minderheit nur geteilt worden. Ja? Ein Großteil der Menschen weiß, wir haben es hier nicht mit etwas zu tun, was uns der Kanzler aufs Auge druckt, sondern mit einem Virus und einer Pandemie, mit der wir als Gesellschaft, nein, ich rede einfach nicht über den Kanzler. Wir müssen als Gesellschaft mit dieser Pandemie umgehen. Und da muss man vorsichtig sein und da sind wir froh, dass es eine Impfung gibt. Jubeln wir über die Wissenschaft, die es uns jetzt ermöglicht, Aussicht auf ein normales Leben zu bringen. Und gegen all das war die FPÖ. Ja, die hat quasi die Herdenskurrilität erreicht in diesem Frühjahr. Und da muss ich natürlich sagen, glaube ich schon, dass das auch für die FPÖ nicht gut ist. Ja, also sich nur auf diesen kleinen Künkel der Superradikalen bis hin zu den Spinnern einzuschränken, reduziert sogar das Potenzial der FPÖ. Ja? Deswegen hängt sie ja bei diesen 16% herum. Herr Misi, Ihre Sorge rührt mich zu Tränen. Das ist überhaupt nicht meine Sorge. Ich antworte nur auf eine Frage. Ja? Und ich antworte nur auf die Frage, was ich glaube. Insofern weiß ich natürlich nicht, wie es ausgeht. Ja? Aber wenn die FPÖ sich überlegt, was ist für uns eigentlich in unserem möglichen Wählerpotenzial das Gescheitere, ja? Da kannst du dich nicht für Kickl entscheiden. Ja? Weil in Wirklichkeit tust du die verengen und außerdem wirst du nie mehr in irgendeine Regierung hineingelangen. Also nicht nur in die mit der ÖVP, sondern überhaupt keine. Ja? Weil wer wird mit jemandem wie Kickl regieren, der sozusagen jetzt so ein Jahr hinter sich hat? Und ja, ich rede jetzt nur von dem Jahr, wir kennen es noch länger. Die Kuh im Stall, Herr Misi, ich habe gerade Fotos gesehen, wo die Frau Rendi-Wagner angeregt sich mit dem Clubobmann der FPÖ unterhält im Nationalrat. Wer wird mit dem reden? Nein, aber schauen Sie, jetzt sage ich Ihnen regieren, habe ich gesagt. Regieren, ja, nicht reden. Aber reden, mit reden von Zaun. Reden soll man reden mit jedem. Das ist aber lieb. Nahezu mit jedem. Erstens einmal muss man sagen, ein Wählerpotenzial von 16, 18, 19, tendenziell 20%, das sind die paar Noren und die paar Spinner, ist ein bisschen eine problematische Aussage, würde ich einmal sagen. Das ist das Erste. Das Zweite, schauen Sie, die Kritik der FPÖ an den überzogenen Maßnahmen, die war durchaus berechtigt, weil wenn man auf die SPÖ gehört hätten, wären wir jetzt noch im Lockdown. Ne? Ja. Weil die Frau Rendi-Wagner sich dann etwas spät, aber als Super-Virologin und als Super-Warnerin und Angstmacherin positioniert hat. Ne? Das kann man so sehen und da kann man durchaus sagen, der Herbert Kickl mit seiner Politik hat recht gehabt. Ne? Ah, ja, sicher. Nein, weil sonst hätte man doch... Wer das Die sitzen sogar ohne Masken im Nationalrat. Das wäre ja so schrecklich. Wir sitzen auch ohne Masken da. Ja, Wir entscheiden das selber. Die Abgeordneten der anderen Fraktionsparteien werden gezwungen, mit ihren Leuten ohne Masken zu sagen. Da geht es nicht gegen die Impfung, sondern gegen den Zwang zum Impfen. Da geht es nicht gegen das Testen, sondern gegen den Zwang zum Testen. Und da geht es gegen die Einschränkung dieser... ihren Leuten zu. Die Frau Belakovic ist nicht nur gegen den Zwang. Hören Sie mir einmal zu. Schauen Sie, da geht es gegen Zwänge. Und das war richtig so. Und man hat gegen überzogene Maßnahmen, die sich als überzogen herausgestellt hat, protestiert, ist legitim. Ne? Und die ganzen Angstmacher, und was würden die Freunde wagen, wenn sie jetzt sagen, jetzt müssen wir aber noch ein bisschen im Lockdown bleiben, bis 120% durchgeimpft werden. So, das ist lächerlich. Ne? Aber wir bewegen uns im Moment ein bisschen auf der Basis der Polemik, der politischen. Ne? Das ist eigentlich unserer unwürdig, würde ich sagen. Ne? Aber sagen Sie nicht, der Kickl hat nur Unrecht und redet nur Blödsinn. Das stimmt nicht. Apropos Kickl. Das ist keine Polemik, sondern Tatsachen. Jetzt hat der Kickl ja mehrfach auch gefordert, eine Koalition oder teilweise hat er das Cordon Sanitaire genannt, abseits der ÖVP mit SPÖ und NEOS und Grünen, weil anders geht es sich rein rechnerisch derzeit nicht aus. Wie siehst du das? Ja, schwierig. Ja? Also einerseits verstehe ich
tatsächlich auch den Hintergrund. Der Hintergrund ist der, dass wir eine ÖVP haben, die seit 100 Jahren regiert und im Machtrausch ist und glaubt, das Land gehört ihr. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo das alles aufpoppt und wo man, wie das Rudolf Kirchschläger gesagt hätte, der noch ein bisschen radikal war gegenüber dem heutigen Bundespräsidenten und gesagt hat, die Sümpfe und sauren Wiesen müssen trockengelegt werden. Ja, und das Trockenlegen der Sümpfe und sauren Wiesen setzt voraus, entweder sozusagen, dass man die ÖVP von den Machtinstitutionen entfernt oder dass sie aus sich selbst quasi aufräumt mit dieser Partie, die sie da übernommen hat. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Und wenn das nicht passiert, stellt sich natürlich die Frage, ob man andere Mehrheiten jenseits der ÖVP hinbekommt. Da ist natürlich diese Art von Cordon Sanitaire, so ähnlich wie man es jetzt in Israel versucht, also von ganz links bis ganz rechts, alle zusammen, die sie mit nichts anderes verbindet, als dass man gewissermaßen diesen Machtrausch beenden will, was ein gutes Motiv ist. Also das soll man gar nicht runtermachen, aber das ist halt ein bisschen wenig. Also deswegen bin ich immer noch dafür, dass man schaut, dass man andere Mehrheiten, die jenseits von ÖVP und FPÖ zustande kommen können, hinkriegt, also durch einen Zuwachs. Den gibt es nicht, ne? Naja, das weiß ich nicht. Sozusagen ein Zuwachs der SPÖ um 2-3% und eine Stabilisierung von Grünen und Neos. Ich meine, das sind ja nicht so wahnsinnig viele Prozent die Punkte, die einem davon trennen. Ja? Also man stand zuletzt bei 46 alle zusammen. 3% kannst du dran in einem Wahlkampf, wenn du das gut machst. Ja? Also insofern würde ich schon quasi als jemand, der links dieses rechten Mainstream steht, sagen, da ist noch viel drinnen, wenn man sich anstrengt, dass man eine Mehrheit jenseits des autoritären und des Rechtspopulismus gibt's keine linke Mehrheit in Österreich, das wissen Sie ja. Seit 30 Jahren gibt es keine linke Mehrheit in Österreich. Viele meiner Freunde sagen mir auch, das ist ja Wahnsinn, da will der Herbert Kickl jetzt quasi eine linke Regierung, weil die SPÖ und die Grünen werden da natürlich ein maßgeblicher Faktor in seinem Bündnis, das ist ja Wahnsinn. Ne? Und ich sage Ihnen daraufhin, naja, gehen tut es jetzt nicht um eine Regierung, gehen tut es einmal um die Abwahl der ÖVP, wie Sie es auch richtig sagen. Ne? Und da gibt es ja andere Instrumentarien, also Regierungsbildung, da gibt es zum Beispiel einen parlamentarischen Misstrauensantrag, ne, den man gemeinsam tragen könnte, ne? Um die Regierung als solche oder die ÖVP einmal auf die Regenerationsebene der Oppositionsbänke zu schicken. Ne? Was dann sich ergeben könnte, entscheidet der Wähler. Ne? Und glauben Sie mir eins, also das ist eine langjährige politische Erfahrung, immer die Leute, die sagen, mit dem niemals und der ist außerhalb des Verfassungsbogens und der ist so pfui und der ist so schier, das ist, wenn das Wahlergebnis entsprechend aber ist. Aber Sie fänden um die das Wacht spannend an sich, so eine Viererkoalition? Nein, finde ich nicht sehr oder spannend. Nicht? Ich fände die Variante, die es ja schon gegeben hat, einer freiheitlich-sozialistischen Regierung, das ist, wenn die Sozialdemokratie sich also pragmatisch verhält, die fände ich interessant, die hat es auch schon gegeben. Und das war eine durchaus interessante Variante. Aber realpolitisch glaube ich eines, die SPÖ lauert darauf oder hofft darauf, dass sie wieder in eine alte große Koalition zurückkehren kann. Das wird zwar auch zur Blockade wieder sehr kurzfristig führen und zu gegenseitigen Hass und Aversionen, aber das ist die Variante, die auf uns zukommt. Die Frage ist ja, wie wahrscheinlich sind Neuwahlen denn eigentlich? Weil man muss sagen, es hat sich ja in den letzten Tagen, zumindest nach außen, ein bisschen wieder beruhigt, das ganze Thema. Ermittlungsverfahren ist ruhiger geworden, auch weil derzeit nicht klar ist, ob es eine Anklage gibt oder nicht. Grüne und ÖVP, jetzt mit Ausnahme ein paar kleinerer Scharmützel um die Justiz, haben sich auch wieder halbwegs lieb, zumindest vordergründig. Siehst du dennoch eine Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Neuwahl kommt oder ist das Thema jetzt vom Tisch? Es ist nicht vom Tisch, es ist nur vertagt. Das war aber auch zu erwarten. Ja? Also mit der Einleitung dieses Ermittlungsverfahrens oder was sozusagen der Mitteilung, dass es eingeleitet ist an Sebastian Kurz, war eine kurzfristige Aufregung. Also es war klar, dass da jetzt ein bisschen Zeit vergeht. Ja? Und irgendwann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Strafantrag kommen, wie das heißt, also zu einer Anklage. Und da ist dann die Fragezeichen, ist das schon die Sollbruchstelle, wo es zu Neuwahlen kommt oder wo die Regierung zerbricht? Kann man gut vorstellen, dass sie sich da noch drüber retten.
Die Frage ist, was passiert bei einer, bei einem Schuldspruch? Also dann ist es eigentlich aus. Mhm. Dann ist es eigentlich aus. Und das weiß halt natürlich auch keiner, wann das sein wird. Und man weiß natürlich auch nicht bei den verschiedenen anderen Sollbruchstellen, ob nicht irgendwann mal irgendwer zuckt, wie beim Mikado, und dann fällt das, wie heißt das, diese Stabeln auseinander. Das weiß man nicht. Ja? Jetzt im Moment, beim jetzigen Stand, wird es keine Neuwahlen geben. Ja? Aber ich nehme mal an, dass wir noch vor Sommer wissen, ob es einen Strafantrag gibt. Ne? Auf jeden Fall zeichnet sich diese Regierung, die ja das Beste aus zwei Welten vereinen wollte, sicher durch größtmögliche innere oder interne Aversion aus gegeneinander. Ne? Also ich gehe davon aus, dass da wirklich keine Sympathie mehr herrscht, politisch-ideologisch sowieso nicht, aber dass da große Aversionen bestehen. Ne? Sind Sie der Meinung, diese Regierung wird halten noch? Ja. Also das ist meine Legislaturperiode. Des pragmatischen Machterhalts. Alles nur eine Frage, wenn der Kurz sieht, dass die Umfragen es erlauben, ne, dann bin ich überzeugt, dass der für alle Experimente, das war ja schon immer, ne, der auch für einen fliegenden Wechsel, dass er das versuchen könnte. Ne. Alle möglichen Geschichten sind möglich. Ne. Und dass er natürlich die Grünen ins Messer laufen lassen will, das steht ja für mich völlig außer Frage. Ne. Umgekehrt dürfte es auch so sein, dass sind die Grünen Möglichkeiten ein wenig geringer als die Türkisen. Ne? Sprechen wir noch über die SPÖ, da steht ja jetzt der Bundesparteitag vor der Tür, 26. Juni. Was rechnest du? Wird es da zu irgendwelchen Streichungen oder Aufständen gegen Randy Wagner kommen, angetrieben von Hans-Peter Doskozil, oder wird das alles abplaniert im Vorhinein? Ich rechne nicht mit sowas. Also ehrlich gesagt, ist es so, dass es gibt ja keinen Gegenkandidaten. Es wird sich dort niemand dagegen aufstellen, das ist klar. Und wenn ich die sozusagen, ich glaube, jeden Wochenende im Standard hat Roland Fürst, der ist quasi so der Rasputin vom Doskozil, schon geschrieben, dass es jetzt die Zeit ist, irgendwie wieder aufeinander zuzugehen und gegenseitig gemeinsam und so. Das fand ich sehr witzig. Also diejenigen, die am meisten immer sozusagen spalten, während andere immer sagen, bitte lass das unter der Decke und bitte kann man eher in sozusagen ruhig darüber reden, kommen jetzt daher und sagen, man soll das abplanieren. Also das, damit, insofern rechne ich nicht mit viel. Ja? Die entscheidende Frage ist die, das ist auch keine disziplinierte Partei mehr. Also so wie man früher gesagt hätte, ja? Also da geben fünf Leute die Parole aus und dann halten sie alle dran. Also quasi wie sozusagen soldatisch, dann marschieren alle in eine Richtung. Das ist ja schon lange nicht mehr der Fall. Ja? Erinnern wir uns, Werner Faymann hat ohne Gegenkandidaten so viel und als Bundeskanzler im Jahr 2014, glaube ich, war das, also war noch gar kein so riesengroßes Problem, Streichungen bekommen, sodass er nur mehr 83% gehabt hat. Ja? Also da habe ich mir schon an den Kopf gegriffen. Ja? Also wie kommen 17% der Delegierten, was Funktionäre sind, also fast Apparatschiks, ja, auf die Idee, ihren Kanzler zu streichen, ohne dass es eine Alternative gibt. Ja? Also das ist schon sehr skurril. Ja? Und insofern wird es jetzt natürlich auch geben. Ja? Ich glaube nur nicht, dass es sehr viele geben wird. Also es wird nicht viel mehr sein als, was waren es, 16% beim Faymann, werden vielleicht 25% sein. Damit kann man leben. Ich halte es nicht für richtig. Ja? Also wenn man eine Parteivorsitzende hat, und man ist als Partei so aufgestellt, dass man sagt, oder man steht jetzt zu ihr, es gibt keine Alternative zu ihr, dann soll man sie auch als kleiner Funktionär nicht streichen. Wobei, wenn du sagst 25%, wird das ja im Umkehrschluss heißen, dass sie 75% noch kriegt Zustimmung, unter 80%, das ist schon eher heftig ohne Gegenkandidat. Naja, einerseits heftig, auf der anderen Seite ist sie Oppositionsführerin und nicht Kanzlerin, ja? Also da hast du ja schon mal ein bisschen ein Problem, mehr Probleme als auch von der Autorität her, als das Faymann hatte. Also wenn sie da jetzt ein bisschen mehr Streichungen hat, als sie Faymann hatte, der als Kanzler da angetreten ist, glaube ich, braucht man sich keine grauen Haare wachsen zu lassen, also ich kann das sowieso nicht mehr. Das geht alles, ja, sagen wir mal so. Ja. Also blöd ist, wenn du irgendwie nur 55 kriegst, ja, weil dann bist du irgendwie massiv angezählt und alles andere geht. Ich glaube nur sozusagen, natürlich sollte sie jetzt auch und die anderen Landesparteivorsitzenden, das soll man schon auch sagen, darauf hinwirken, dass es nicht zu so vielen Streichungen kommt. Ja. Naja, wenn es gut läuft für die Frau Randy Wagner, dann ist sie statt dem Herrn Mückstein in absehbarer Zeit Gesundheitsministerin. Wenn es schlecht läuft, dann würde ich mal tippen auf Primaria, in welchem Wiener roten Krankenhaus. Weiß ich nicht.
Aber das ist meine Prognose. Aber glauben Sie, dass es bei der SPÖ da bei dem Parteitag zu einem offenen Aufstand kommen wird? Ich glaube, also ich bin ja kein interner Kenner oder intimer Kenner wie der Herr Misik, aber ich glaube, so viel Parteidisziplin gibt es und ich habe das auch gelesen im Standard, da scheint sich eher ein Kurs oder ein Ruf nach Einigkeit, nach Solidarität. Aber es gibt nicht viel Parteidisziplin. Also 20% Streichungen, die gibt es einfach mittlerweile. Die gibt es einfach. Die sind so wütend, haben zwar keine Alternative, aber streichen. Ja, so ein bisschen Wutbürger im Parteifunktionärsgewand gibt es auch da. Insofern gehe ich von diesen 20% Streichungen aus. Ja. Vielen Dank an beide Herren. Wir sehen uns dann nächsten Montag wieder. Jetzt gibt es eine ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter hier mit den aktuellen Nachrichten des Tages.